Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Let's Plays von God of War. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet seid habt. Ihr seid Springern in die Quere geraten. Oder die Springer sind vielmehr euch in die Quere geraten. Genau. Wer sind die? Was wollen die? Was weiß ich? Junge, stellst du viele Fragen? Entschuldigung. So, Auftrag abgeschlossen. Was auch immer das für ein Auftrag war. Was hat euch so durcheinander gebracht? Bewegt euch! Okay, keine Ahnung. Die letzte Aufnahme ist jetzt schon wieder 2-3 Wochen her. Ich glaube eher 3 Wochen. Jetzt kam ja auch eine Woche keine Folge. Die Folge kommt auch heute noch, also am Dienstag. Ich will zu diesem blauen Punkt dahin. Ich habe keine Ahnung, was wir letzte Folge. Okay. Ich habe keine Ahnung, was wir letzte Folge gemacht haben und warum wir es gemacht haben. Geist. Der, dessen Mutter von Thor umgebracht wurde. Was ist mit ihm? Zieh aus seiner Geschichte eine Lehre. Menschenleben bedeuten den Göttern nichts. Aber wir machen es. Ich weiß, Vater. Du weißt. Aber hörst du auch zu? Ja. Gut. Ja, wie gesagt, ich keine Ahnung, was wir die letzten Folgen gemacht haben. Mimir, du hattest doch eine Geschichte begonnen. Und wie wollte dieser Berater von Odin den großen Krieg beenden? Es braucht. Ach ja, wir haben ja den Kopf dabei. Arbeit, doch schließlich stimmte Odin zu, seine tödlichste Gegnerin zu ehelichen. Eine gewisse Wahnengöttin, die nicht nur wegen ihrer Schönheit berühmt war, sondern auch wegen ihres Talents für eben jene Wahnenmagie, die Odin schon so lange meistern wollte. Freya und Odin? Warum tat sie das? Sie brachte das Opfer, um ihr Volk zu schützen. Ein selbstloser Akt der Liebe. Wahrlich, sie verdient etwas Besseres. Aber natürlich war das noch nicht die ganze Geschichte. Mit Tränken arbeite ich irgendwie gar nicht, habe ich mal so festgestellt. Wie gesagt, ich will mal diese blaue, das ist auch wieder irgendeine Nebenquest. Wir müssen ja mal bisschen ins Spiel reinkommen. Okay, ich wusste nicht, dass man das aufnehmen kann. Wahrscheinlich wusste ich schon, aber ich habe es wieder vergessen. Okay. Ja, wie gesagt, die Folgen kommen eigentlich immer 17 Uhr. Wir haben jetzt 16.13 Uhr, also bitte, bis sie gerendert hat und hochgeladen hat, wird es nur 18, 19 Uhr sein. In Zukunft werden die Folgen auch immer wieder 17 Uhr kommen, versprochen. Sollen wir an dieser Stelle anlegen? Ja. Why not? Okay, das war falsch. Okay. Ich bin mal gespannt, was los, geh voran, Kleiner. Muss man erstmal wieder, bevor wir jetzt wieder Hauptstory machen, ein bisschen mit der Steuerung zurechtkommen. Und außerdem können wir noch ein bisschen Hacksilber und Rätsel machen. Also finden und ihr wisst, was ich meine. Okay, das sieht hier interessant aus. So, hier können sie. Wieso kann ich hier noch nicht hinreißen? Das wundert mich die ganze Zeit. Wieso sind diese Tore überall noch. Ich kann nur in Prox laden. Die haben wir beschlossen aufzutauchen.
Du schon wieder? What the fuck? Wo kommst du denn her? Alter. Ohne Schlüssel kommen wir da nicht rein. Wo kriegen wir deine Schlüssel her? Die Frage ist, wo kriegen wir denn einen Schlüssel her? Kriegen wir den von dir? Wir kriegen den von dir. Alles klar. Sprich mit diesem Ring. Was? Ich höre Ringe nicht denken, Brock. Er spricht zu mir. Es ist Sandvari. Ha, wusste ich's. Er ging zu den Völlendyrminen, um seinen Fehler zu sehen. Aber ein Seelenfresser griff an. Während er zerfleischt wurde, sprach er einen Zauber und seine Seele landete im Ring. Und dann hat... Was wurde aus seinen Sachen? Antvari hatte eine Werkstatt hier mit ganz viel schickem Kram und kunstvollem Werkzeug. Und einen prächtigen Hammer. Hat er gesagt, ob der noch da ist? Du erzürnst ihn. Na und? Ihr beiden nehmt Antvari mit und seht euch dort mal um. Findet ihr seinen Hammer, bastle ich etwas echt Nettes für euch. Das klingt gut. Das klingt sehr gut. Ja, wir schauen mal. Hey, hey, vergesst euren Zugangsstein nicht. Antvari, so wird er geschrieben. Alles klar, ich hab's ja komplett gerade falsch geschrieben. Antvari, so. Antvari findet es nicht gut, dass wir seine Sachen nehmen. Das ist mir egal. Das werde ich ihm nicht sagen. Ach, scheiße. Feinde da vorn. Was da? Noch nicht. Komm her. Wo ist er? Krieg euch! Einer tot und bleibt doch einer übrig. Oh. Was soll ich sagen? Steh auf! Ich denke auch! Oh, warte mal. Leben ist immer gut. Ah, das sieht schon wieder nach einem Rätsel hier aus. Antvari sagt, dass der Zwerg zu seinen Leuten gehört. Dass er wegen seiner Fehler gestorben ist. Er klingt traurig. Die Trauer des Rings ist von geringer Bedeutung, Junge. Alter, der ist so negativ eingestellt. Da hinten ist eine... Ah, die kann ich nur von der anderen Seite aus öffnen. Ich weiß, dass ich habe das eben schon gesehen, dass wir da oben noch was machen müssen, aber ich wollte noch vorher gucken, ob ich irgendwo was mitnehmen kann. Leben braucht man nicht. Was könnten wir damit machen? Da können wir hochklettern. Gut, dass da immer so goldene Schriftzeichen dran sind.
Warte mal, wie ging das nochmal? Nee. Wie konnte ich nochmal... Okay, so schon mal nicht. Wie konnte ich nochmal, es ist so, wenn man eine Weile nicht mehr gespielt hat. Das ist immer nervig. So. Ah, so ging das. Oh, das hat ihm nicht gefallen. Er warnt uns nicht, darunter zu gehen. Hör auf den Ring zu hören, Junge. Ihm ist nicht zu trauen. Die haben mich jetzt aber erschrocken. So, ich wollte mich gerade sagen, Junge, du kannst auch mal... Ich muss erst ein bisschen wieder in die Steuerung reinkommen, es tut mir leid. Auch in die Kampfsteuerung gerade. Gut, dass wir das ganze Leben fertig aufgesammelt haben. Nee, wie gesagt, ich muss erst wieder ein bisschen da reinkommen. Aber das kriegt man ja schon hin. So, da war eine Kiste. Moment. Ah, that's tricky. Aber nicht tricky genug für mich. Und dann geht's wieder runter. Ich denke mal, dass wir dann irgendwie da unten durch irgendwelche Tunnel kommen und dann auf der anderen Seite, wo die andere Kiste war, wieder rauskommen. Das würde für mich am meisten Sinn machen. Zum Schweigen, Junge. Ich weiß nicht wie. Alter, 1700. Ach, mit den Kisten, das ist der Hammer. Verfolgt mich auch bei Darksiders. Aber das ist richtig gut Hacksilber immer drin. Wenn du den Ring nicht zum Schweigen bringst, dann bring ich ihn zum Schweigen, mein Freund. Nee, das müssen ja wir machen. Ist das jetzt der reguläre Weg? Weil da war eben noch ein anderer Weg. Ein Seelenfresser. Und ein Sprenger. Pass auf. Nein, wir gehen mal noch den anderen Weg lang. Ich glaube, das war der andere Weg, führt zu der Truhe. Oh.
recht gehabt. Sieh her. Ich habe recht gehabt. Okay. Türen aufmachen ist auch immer gut. Okay, da geht's weiter. Die Kiste hat man. Jetzt kommen da so zwei größere Brocken, glaube ich. Einen habe ich ja schon gesehen, aber es ist bestimmt nicht der einzige. Sei bereit! Konzentrierter. Oh, das war mein Lob. Ein toter Seelenfresser. Was macht ein Seelenfresser überhaupt hier? Was meinst du mit, ist es eure Schuld? Junge, ignoriere ihn. Ich kann ihn irgendwie nur schwer ignorieren. Er redet mit Ringen, also, was soll ich dazu sagen? Da geht's hoch. Hallo! Warte mal durch! Danke! Er sagt, die Truhe löst eine Reihe von. Glaube ich nicht. Siehst du? Nichts passiert. Ich sehe keine Fallen. Aber er klang so sicher. Der will uns sabotieren, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Böse, böse, böse Ring. Von da sind wir gekommen. Konzentrieren, Junge. Ich mag das immer, die so ein bisschen auf Abstand zu halten. Mit der Axt. Ich mag das echt. Was geht mit ihm? Da geht's hoch.
Und da oben ist eine Kiste. Da sind wir schon mal... Alter. Okay. Wie viel Hacksilber wir jetzt schon wieder haben. Es ist ja wohl Hack, Matt. Und, das ist ja wohl gehackt. Wo ist eigentlich der Junge? Und da sind wir gekommen, okay. Ach, jetzt können wir hier höher klettern. Und auch nicht? Doch. Wollte schon sagen. Spring, mein kleiner. Oh. Mach dich bereit, Junge. Alter, diese... Komm her. Komm her. Was Gott. Ich mag seine Pfeilattacken mittlerweile. Es ist mittlerweile seine. Der ist richtig gut. Richtig gut gelevelt mittlerweile, der Kleine. Ich glaube ihm irgendwie nicht so ganz. Wie kommen wir da unten an die Truhe ran? Ach, scheiß auf die Truhe. Hast du mir gerade in den Fuß geschossen? Da hoch. Ich glaube, wenn wir das runterschubsen, bricht das da unten durch die Wand durch. Da werde ich. Ich schwöre, ich weiß das. Und? Ja, was habe ich gesagt? Wir werden mit dem Blauen sprechen. Oh. Ich kann leider nicht. Bleib tot. Bleib einfach tot. Der Hammer. Das ist ein guter Hammer. Anvari sagt vielen Dank.
Bitte. Gern geschehen. Also war das doch einfacher als ich dachte. Es war ja doch einfacher als ich dachte. Hier kann ich die Folge nämlich gleich bearbeiten und heute online stellen. Hier, natürlich. Der Hammer des Alchemisten. Sein Geist ist eine Nervensäge. Ha! Atvari war immer schon ein Arschloch. Aber ein verflucht guter Alchemist. Ich bin hier und ich schmelze ihn ein. Was? Du willst deinen Freund einschmelzen? Ich brauche eine gefangene Seele, um eurer Belohnung etwas mehr Wumms zu verleihen. Wollt ihr sie nicht? Vater, das können wir nicht tun. Hier, nimm du ihn. Er ist bestimmt nützlich. Versprochen. Na schön, solange er seinen Wert unter Beweis stellt. Okay, was jetzt? Zauber, Zero. Der kleine hat Tendenz zum Weichei, was? Na, das wächst sich schon noch raus. Okay, was haben wir denn da bekommen jetzt? Rüstung. Erstmal machen wir das. War denn da irgendwas? Fähigkeiten. Wir haben ja auch mittlerweile wieder ganz gut EP bekommen. Ach nee, Moment. Ihn will ich ja noch. Okay, kann man im Moment nix. Ist alles schon gekauft. Schildkampf. Ach komm, wir kaufen das mal hier alles. Dummer. Kann man ja machen. Hier noch irgendwas? Gut, aber ich würde sagen, wir machen hier Feierabend. Guck mal, da können wir noch was mitnehmen. Dann kann ich mich die Folge, wie gesagt, heute noch bearbeiten, jetzt noch schnell bearbeiten und heute noch online stellen. Wie kommt ein bisschen später, wie gesagt, ab morgen gibt es wieder 17 Uhr jeden Tag God of War. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann, ciao.